Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Schleich-Trash-Show. Wie ihr sicher seht, sind wir heute nicht in unserem Studio, sondern in einem Wohnzimmer. Heute befinden wir uns nämlich in dem Haus eines ganz besonderen Special Guests. Unter dem letzten Video habt ihr uns ganz viele tolle Fragen für Stella Jefferson gestellt. Hi, ich bin's, Stella von der Schleichschule und das hier ist mein Wohnzimmer. Kommen wir zur ersten Frage von Lilly Flitzy. Hast du vor, Diablo zu heiraten? Natürlich habe ich vor, ihn zu heiraten. Wir sind ja auch schon seit ein paar Tagen jetzt verlobt und die Hochzeit ist schon relativ bald geplant. Was hältst du von Homeschooling? Ehrlich gesagt, überhaupt nichts. Es ist total nervig. Andauernd funktioniert das Internet nicht. Ich bin generell eine Person, die sich nicht wirklich gut mit Computern auskennt. Und außerdem ist es wesentlich schwieriger, meine Schüler angemessen zu quälen. Ja, also Homeschooling finde ich furchtbar. Wer sind deine Lieblingsschüler? Also eigentlich mag ich alle meine Schüler auf ihre Art. Besonders gerne natürlich die, die immer brav und ruhig sind. Zum Beispiel Colin ist so ein Kandidat. Ich will mich jetzt nicht auf spezifisch welche festlegen, die sind alle irgendwie cool. Aber natürlich die, die schlau und ruhig und brav sind, sind natürlich die Favoriten. Und welchen Schüler magst du am wenigsten? Kritische Frage. Ich hoffe wirklich sehr, dass keiner meiner Schüler diese Sendung sieht. Natürlich die nervigen Kandidaten. Black kann schon sehr nervig sein und no offense. Und was ich noch nicht mag, sind so Zickereien zwischen den Mädels. Das nervt. Bell Studios von YouTube fragt: Welche Fächer unterrichtest du und was sind deine Lieblingsfächer? Also, da ich an einer Grundschule arbeite, unterrichte ich eigentlich alle Fächer. Besonders gerne mag ich, Sport. Viele werden mich dafür hassen, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie lustig, weil jeder hasst dieses Fach und man kann seine Schüler sehr gut damit quälen. Und ja, ich weiß nicht, Deutsch ist eigentlich noch ganz cool. Magst du deinen Job? Natürlich mag ich meinen Job. Also, ich meine, wir haben eine Kaffeemaschine, ich darf Fohlen quälen, ich darf mit Fohlen zusammenarbeiten und ich mag meinen Job. Seit wie vielen Jahren unterrichtest du? Also, ich war 1,5 Jahre im Referendariat. Und richtig unterrichte ich seit etwas mehr als 2 Jahren. Also wären das, etwa 4 Jahre. Ist Christian immer noch ein Problem oder hält er sich zurück? Naja, Christian ist natürlich ein schwieriges Thema. Er hat ziemlich viel Mist angerichtet. Zurzeit ist er eigentlich ganz ruhig. Also seit Diablo ihm eine verpasst hat, ist er eigentlich recht brav. Vielleicht plant er irgendwas, aber zurzeit ist er eigentlich... Brave Wild Horses von YouTube fragt: Online-Unterricht oder normal? Wie bereits gesagt, normaler Unterricht. Da kriege ich Kaffee und muss den mir nicht immer selber anbrauen, weil meine Kaffeemaschine funktioniert irgendwie nicht so gut wie die im Lehrerzimmer. Und ich kann meine Schüler live quälen. Also definitiv normaler Unterricht. Kreide oder Stift? Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Also ich mag Tafeln und Blätter zum Schreiben eigentlich gleich gerne. Und man kann sowohl Stifte als auch Kreide auf nervige Schüler werfen. Also eigentlich beides. Galaxy-Hashtag-Law fragt: Lieblingsessen? Ist Kaffee was zu essen? Nee, oder? Also, eigentlich alles essen. Essen ist eigentlich ein sehr großer Inhalt meines Lebens. So spontan würde ich jetzt vielleicht sagen Salat und Schokolade. Ja, Salat und Schokolade. Beides zusammen. Sommer oder Winter? Also eigentlich mag ich alle Jahreszeiten. Sommer ist vielleicht ein bisschen zu warm und im Winter kann man sich schön zu Hause hinhocken, Plätzchen essen und ja, ich würde sagen Winter, das ist gemütlich. Wann hast du Geburtstag? Mein Geburtstag ist am 21. Juni. Henry-Repaints fragt: Wann heiratest du Diablo, beziehungsweise wann verlobt ihr euch? Also, verlobt sind wir bereits und wir heiraten vermutlich in den nächsten Monaten. Wird sich ergeben, wie alt seid ihr und unterrichtest du nur 2. Klasse oder auch höher und auf was für einer Schule? Also, ich bin 29 Jahre alt. Ich weiß jetzt nicht, was genau mit wie alt seid ihr bedeuten soll. Also, Diablo ist, ich glaube, erst 32 oder so. Ja, ich unterrichte auch höhere Klassen als die 2. Klasse, nämlich
Ich unterrichte auf einer Grundschule, also alle Klassen von 1. bis 4. Zurzeit habe ich diese 2. Ich bekomme wahrscheinlich nächstes Jahr noch eine 1. Und ich habe eine 4. zurzeit. Ja. Dann hier noch eine Frage von Star Stable Queens. Geht es bald weiter mit der Schleichschule? Ist eigentlich selbst beantwortend. Vor ein paar Wochen kam die 4. Episode und die 5. Episode wird wahrscheinlich im März kommen. Also ja, geht bald weiter. Sturmwind von YouTube fragt, was gefällt dir an Diablo am meisten? Also, eigentlich sehr vieles, er ist sehr nett und so weiter. Was mir am allermeisten gefällt, ist, dass er sehr tierlieb ist. Er hat ja auch früher seinen Eltern immer auf deren Bauernhof mitgeholfen. Und ja, ich wette darauf, dass er uns bald irgendein Haustier anschaffen wird. Hoffentlich keine Kuh. Schreibt mal in die Kommentare, was für ein Haustier gut zu uns passen würde. Viviane Lochschmidt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das so ausspricht, fragt, wann bekommt Stellas Schwester ihr Fohlen? Also, zeitlich weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass sie es auf jeden Fall in der 3. Staffel der Schleichschule bekommt.